Es geht weiter mit Dragon Age Origins. Willkommen. Ja, wir stehen jetzt hier im Anwesen des Aals von Denerim und musste gerade oben erstmal lesen. Ja, wir haben alle die gleiche Rüstung an, da wir getarnt sind als Wachen. Und schauen mal, ob wir jetzt hier Nora retten können. Und nochmal vielen, vielen Dank rückwirkend für eure lieben. Ich laufe schon mal ein bisschen vor und wir gucken schon mal nebenbei. Ich finde, es gibt. Okay. Es hat ewig gedauert, die beiden loszuwerden. Ihr müsst jetzt vorsichtig sein. Die Diener sehen sich jemanden in Uniform nicht genau an. Für einen Koch sehen alle Wachen gleich aus. Aber versucht trotzdem nicht aufzufallen. Die meisten Wachen sind neu und werden nicht sofort erkennen, dass ihr nicht dazugehört. Haltet euch besser von allen fern und fallt nicht auf. Genau, wo ist Anora? In einem Gästezimmer an der Haupthalle. Andraste, leite uns. Genau, was ich gerade noch sagen wollte, es gibt für mich nichts Schlimmeres als Let's Plays, wo der wo der Kommentator erstmal 10 Minuten rumsteht und nichts tut und einfach nur labert. Deswegen dachte ich, laufen wir schon mal los. Jetzt bin ich direkt in die Cutscene gelaufen, habe ich mir selber ein Bein gestellt. Genau, also eigentlich wollte ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank für eure lieben Tipps zu den Bugs, die aufgetreten sind. Fand ich ja mega, dass da doch so viele Leute ihre Ideen und Erfahrungen mit dem Spiel geäußert haben. Und ich habe mir das auch angeguckt, also vor allen Dingen diesen Patch, den es da gibt. Das Problem ist allerdings, dass ich die Steam-Version von Dragon Age nutze und die verweigert ihren Dienst, sobald man da irgendwas patcht. Ich weiß, dass es auch eine Steam-Version von dem Patch gibt. Ich habe jetzt aber erstmal wieder das ad acta gelegt, weil ich mir dachte, na, vielleicht klappt es ja auch jetzt so. Denn es gibt noch die Möglichkeit, die Grafikeinstellungen einfach sehr weit runterzustellen. Und das kann manchmal helfen bei dem Texturbug. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendeine Speichergeschichte ist. Also, dass da irgendwas falsch in den Speicher, in den Grafikspeicher geschrieben wird oder in den Arbeitsspeicher geschrieben wird. Und manchmal kann es da dann wirklich helfen, dass einfach weniger Informationen ja, übertragen werden müssen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wir arbeiten uns jetzt weiter vor. Wir gucken jetzt einfach von Folge zu Folge. Ich muss zugeben, ich hatte jetzt zuletzt wieder ein bisschen Horror davor aufzunehmen, weil ich einfach dachte, ach mein Gott, jetzt hoffentlich können wir das Ding überhaupt beenden. Aber es ist ja nun auch eher so ein Schrödingers Dragon Age, wenn ich jetzt einfach das Ganze abwarte. Wir können es halt nicht wissen, ob wir das Projekt beenden können, wenn ich es nicht fortführe. Deswegen, ja, versuchen wir das jetzt. Und wir arbeiten uns jetzt von Folge zu Folge. Und wenn wir Glück haben, können wir es beenden. Und ich denke, hier in dem Anwesen werden wir sowieso keine Probleme kriegen, weil in geschlossenen Räumlichkeiten gibt es eigentlich keine Safe-Game-Probleme. Wir werden jetzt einfach immer wieder neue Spielstände anlegen und gucken, wie es aussieht. Und danach weiß ich, dass danach noch ein Abschnitt kommt, in dem wir dann in Denerim rumlaufen müssen. Und da wird es dann spannend. Aber mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja trotzdem irgendwie. Wo warst du denn? Die Haushälterin sagt, du wirst im Palast verlangt. Ich musste Botengänge für meine Herrin erledigen. Ihre Majestät war den ganzen Tag still wie ein Mäuschen. Und Taryn Howe sagt, sie nimmt das Essen auf ihrem Zimmer ein. Geht es ihr gut? Sie ist indisponiert. Aber keine Sorge. Okay, da geht's um Anora. Köche sind hier alle am Arbeiten. Sie ist fertig, wenn ich es sage. Okay. Wird erledigt. Wir gucken uns genau um. Ich werde es tun. Niemand hat je behauptet, dass die Kendalls von irgendwas Ahnung hatten. Bei der gütigen Andraste spricht nicht schlecht von den Toten. So. Haus sollte die Mitte abreißen und neu errichten. Oha. Dann wird er alle seine Burgen abreißen.
Na, die Stimmung ist ja hier interessant. Hier sind auf jeden Fall unsere Wachenkollegen, die erkennen uns hoffentlich nicht. Ja. Wir gucken mal. Dass wir uns hier vorarbeiten. Also es kann sein, dass manche Wachen uns erkennen. Oh Gott, ich hoffe, dass unser Inventar nicht überquillt. Die Musik ist auch sehr dramatisch gerade. Früher oder später wird hier sowieso wieder alles chaotisch. Ich weiß es doch. Schuppenrüstungsstiefel, roter Stahl. Ja gut, jetzt aktuell tragen wir sowieso schwere Stiefel. Was passiert eigentlich mit unseren Werten jetzt, wo wir die schweren Sachen tragen? Das kann ja nicht gut sein, ne? Da müssen wir dann aufpassen. Wenn wir dann, falls wir dann anfangen zu kämpfen, müssen wir uns unbedingt umziehen. Sonst wird das zu einem Problem. Oh, 20 Feuerpfeile. Nice. Stimmt, wir haben, da hatte ich auch noch einen Hinweis bekommen, wir hätten Zevran tatsächlich austauschen können. Jetzt müssen wir ihn doch mitnehmen. Mach da halt mal einen kleinen Schulausflug. Wird schon irgendwie klappen. So, und wir gucken wieder in jede Tür. Und da sind wieder die... Wachhunde! Ich bewacht ja auch niemand. Texturbugs. Ich hoffe, dass wir trotzdem speichern und laden können. Ich mag große Schlachten schlagen und mich der Barmherzigkeit rühmen. Ich mag mich selbst den Flammen übergeben. Doch ohne den Erbauer bin ich nichts. Mhm, ein sehr frommer Mann. So, Zevran, kannst du die... Tja, er kann die Truhe nicht öffnen. Oh. Was kannst du eigentlich? Die erste Verderbnis, Kapitel 4. Gegründet in der Feste von Weißhaupt in Anderfels waren die grauen Wächter die letzte Hoffnung der Menschheit in ihrer dunkelsten Stunde. Veteranen jahrzehntelanger Kämpfe gegen die dunkle Brut kamen zusammen und die besten von ihnen schworen, alles Notwendige zu tun, um die Flutwelle der Finsternis aufzuhalten, die über das Land hereingebrochen war. Diese Menschen, Elfen und Zwerge, sammelten ihr gesamtes Wissen über den Feind und bildeten eine gemeinsame Front, um den Erzdämon Einhalt zu gebieten. Und so geschah es auch. Noch heute werden Balladen davon gesungen, wie die ersten grauen Wächter in der Nähe der Stadt Nordbotten, nicht Bikini Bottom, die Wogen der dunklen Brut angriffen. Jeder Wächter bekämpfte 10 oder 20 Feinde gleichzeitig. Schwadronen von grauen Wächtern flogen auf ihren mächtigen Griffons über den finsteren Himmel und überdeckten den schrecklichen Erzdämon mit Speeren und Zaubern. Oh, es muss ein unfassbarer Anblick gewesen sein. Es war kaum zu glauben, aber die grauen Wächter gewannen diese erste Schlacht. Sie reckten ihre Arme siegreich in die Höhe und plötzlich gab es wieder Hoffnung. Die grauen Wächter führten die Länder der Menschen und die letzten Verteidiger der Zwergenhallen gegen die Horden des Erzdämons Dumat, und zwar 100 Jahre lang. Mal gewannen sie Boden, mal verloren sie ihn, aber sie gaben niemals auf. In ganz Thedas rekrutierten sie jeden, der stark und geschickt genug war, das Banner der grauen Wächter zu führen, und machten dabei keinen Unterschied zwischen Sklave und Edelmann. Und schließlich, beinahe 2 Jahrhunderte, nachdem der erste alte Gott sich aus der Erde Grund erhoben hatte, versammelten die grauen Wächter die Armeen der Menschen und Zwerge zur Schlacht auf den zweigenden Ebenen. Dort fiel Duma zu guter Letzt, und die letzte Verderbnis war vorüber. Dem Reich von Tevinter stand mit der Prophetin Andraste eine neue Herausforderung bevor, und die Erinnerung an die Verderbnis verblasste schon bald. Nach Dumats Niederlage galt die dunkle Brut nicht länger als Bedrohung, aber im Nachhinein wissen wir natürlich, dass wir einem törichten Irrglauben erlegen waren. Die Aufgabe der grauen Wächter war noch lange nicht erfüllt. Aus Geschichten über die Zerstörung von Thedas von Bruder Genitivi. Okay. Das riecht mir jetzt ein bisschen auf, dass wir hier die Truhe nicht aufmachen können, ne? Ja. So. Betrachtet es als erledigt. Nicht was zu beißen.
Okay. Hat er überhaupt irgendwelche Fähigkeiten im Schloss knacken? Jetzt suche ich das wieder, ne? Ich vergesse das immer wieder. Bei Zauber und Talente ist das, glaube ich. Da. Geschickte Hände. Hat er gar nicht, ne? Es ist ja... Ach, Severn. Du bist mir ja ein toller Assassine. Hier ist ein Schlüssel erforderlich. Den wir hoffentlich nicht in der Truhe finden. So, da ist eine Wache. Die quatschen wir lieber mal nicht an. Was ist hier noch? Der graue Wächter ist hier, Herrin. Dem Erbauer sei Dank. Ich würde euch ja angemessen begrüßen, aber wir hatten einen Rückschlag. Einen Rückschlag? Woher weiß ich, dass ihr wirklich Königin Anora seid? Was soll ich darauf sagen? Soll ich meine Krone unter der Tür durchschieben? Oder meint ihr, die königliche Familie hat ein geheimes Klopfzeichen? Es reichte meinem Gastgeber nicht, mich bewachen zu lassen. Er hat die Tür magisch versiegelt. Sie ist leicht gestresst, würde ich vermuten. Wie öffnen wir sie? Warum sagt ihr das erst jetzt, Erlina? Mit dem Magier, der den Zauber gewirkt hat. Er ist vermutlich bei Hau. Na super. Bezweifle, dass er die Tür für mich öffnet. Wenn er noch nicht weiß, dass ihr hier seid, kann es jetzt nicht mehr lange dauern. Das klingt nach einer Falle. Bitte, Wächter, ich flehe euch an. Lasst meine Königin nicht zurück. Befreit mich. Dann werde ich mich beim Lanting für euch verwenden. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen gehen, bevor die Wachen uns entdecken. Taryn Hau ist vermutlich in seinen Gemächern. Am Ende der Halle, auf der linken Seite. Ende der Halle auf der linken Seite. Gut. Ende der Halle auf der linken... Na gut, das ist eh markiert. Nee, da ist die Königin. Außenbereich, da wollen wir nicht hin. Aber wir wollen vielleicht noch in den Kerker. Der Kerker wäre noch ganz interessant vielleicht. Wird erledigt. Oh. Gwaren. Die Ansiedlung Gwaren der Menschen wurde direkt über einem Zwergenaußenposten gleichen Namens errichtet. Vor der ersten Verderbnis, als Ferelden noch keine Nation war, sondern in Barbarenstämme zerfiel, diente der Außenposten den Zwergen als Quelle für Salz und Zugang zum Meer von Amarantin. Da die Zwerge nicht an die Oberfläche kommen wollten, trafen sie ein Abkommen mit dem Thern. Ein Hafen wurde errichtet und die Menschen übernahmen den Transport der Güter zwischen den Schiffen und dem Außenposten unter der Erde. Gwaren wurde dadurch ein Handelszentrum und war eine Zeit lang außerordentlich wohlhabend. Als die Königreiche der Zwerge während des göttlichen Zeitalters von der dunklen Brut überrannt und die tiefen Wege versiegelt wurden, verließen die Zwerge auch Gwaren. Die Ansiedlung der Menschen, von den Barbarenstämmen der Umgebung stets beneidet, wurden überfallen, der gesamte Reichtum geplündert. Doch die Stadt blieb bestehen und war trotz ihrer Abgeschiedenheit weiterhin als Quelle von Fisch und Nutzholz von Wert. Gwaren war auch die erste Ansiedlung, die König Merrick und Loghain bei der Rebellion von Ferelden befreiten. Im Jahre 911 des Zeitalters der Drachen wurde Loghain schließlich zum Theron von Gwaren ernannt. Theron von Gwaren. Entschuldigung. Okay. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wo wir jetzt schon waren und wo noch nicht. Hier sind nur so ein paar Statuen.
Ist das die Halle? Ich weiß nicht, was die Halle ist. Wahrscheinlich eher hier irgendwo, ne? Hier waren wir auch noch nicht. Ich werde es tun. Die Haushälterin wird uns hören. Mhm. Da ist jemand. Oha. Also, ihr habt nichts gesehen. Moment. Wer seid ihr? Ihr habt nicht mit mir Dienst. Ruf die Wache. Wir haben einen Eindringling. Ach nee, ey. Oh Gott. Hilfe, die Texturen, die spacken gerade total ab. Ich bin ein fliegender Korpus. Ich würde aber auch sagen, dass wir das jetzt nicht zulassen. Sie läuft jetzt weg und holt die Wachen. Vermutlich in seinen Gemächern. Letzte Tür links. Okay, jetzt müssen wir gerade. Das ist die Halle, ne? In seinen Gemächern, letzte Tür links. Ach, Leute, 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 Leute. Jetzt soll ich nur noch mal das Buch aufheben. So. Letzte Tür links. Dann nehmen wir die Tür hier schon mal nicht. Dann ist das wahrscheinlich die. Rechts ist verschlossen. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Nein, du kannst das nicht. So. Da liegt noch ein Buch. Dokumententruhe. Betrachtet es als erledigt. Antiva. Oh, in Kultur und Geschichte, da fehlt uns ja noch einiges. In der übrigen zivilisierten Welt geht man davon aus, dass Antiva keinen König hat. Aber ich versichere euch, werter Leser, dass dem nicht so ist. Die Königslinie von Antiva wurde seit 2500 Jahren nicht unterbrochen, was daran liegt, dass sich absolut niemand für den König interessiert. Beherrscht wird das Land nämlich von einer Gruppe von Händlerprinzen. Es handelt sich dabei nicht um echte Prinzen, sondern um Besitzer von Banken, Handelshäusern und Weinanbaugebieten. Ihre Macht misst sich ausschließlich an ihrem Reichtum. Aber Antiva ist weniger für seine eigenwillige Regierungsform oder seinen zugegebenermaßen unvergleichlichen Wein bekannt, sondern eher für das Haus der Krähen. Antivaner können so ziemlich alles, außer kämpfen. Daher mutet es nachgerade ironisch an, dass dort die tödlichsten Assassinen der Welt residieren. Sie sind so berühmt, dass Antiva deshalb kein stehendes Heer unterhält. Kein König würde seinen Truppen befehlen, Antivas Grenzen anzugreifen, und kein General wäre verrückt genug, einen derartigen Feldzug anzuführen. Der Angriff wäre vermutlich sogar erfolgreich, aber seine Verursacher hätten nichts mehr davon. Jo, da kommt hier auch unser kleiner Möchtegern her. Dokumente der Grauen Wächter, Schriftstücke mit dem Siegel der Grauen Wächter. Der Text ergibt keinen Sinn, ist vermutlich verschlüsselt. Ist das irgendwie ein Questgegenstand oder sowas? Ja, wir haben es zumindest bei Plotgegenständen drin. Kann man das, haben wir uns das nicht irgendwie angucken? Nee. Okay, interessant. Vielleicht brauchen wir das noch. Und da geht es jetzt in den Kerker. Was? Wer geht da? Oha. Danke, dass ihr für Ablenkung gesorgt habt. Ich habe Tage auf so eine Gelegenheit gewartet. Könntet ihr vielleicht... Alistair, seid ihr das? Wer... Wartet. Ich kenne euch. Ihr wart bei meinem Beitritt. Er ist einer von uns. Ein Wächter aus Orlais. Jada, glaube ich. Oder Monsimar. Ich fürchte, euer Name ist mir entfallen. Ich bin Riordan, leitender Wächter von Jada. Geboren und aufgewachsen in Hyever. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein.
Okay. Sind das eure Dokumente? Ja, das sind meine Aufzeichnungen. Die Namen der Toten von Ostaga, die ich kannte oder aus Duncans Rekrutierungsberichten entnehmen konnte. Kopien des Beitrittsrituals, die ich aus Denorim retten konnte. Kein Außenstehender darf sie je zu Gesicht bekommen. Aber ich vertraue auf ihre Verschlüsselung. Mhm. Könnt ihr Graue Wächter ernennen? Das würde ich, wenn ich könnte. Ferelden würde sie dringend brauchen. Allerdings braucht der Rekrut für den Beitritt nicht nur frisches Blut der dunklen Brut, sondern überdies einen Tropfen Blut eines Erzdämons. Fereldens Vorrat davon ist aus der Schatzkammer verschwunden. Ich vermute, dass ihn jemand genommen und Loghain ihn konfisziert oder vernichtet hat. Mhm. Müssen wir ihn zurückholen? Ihr wisst, sind die Erfolgsaussichten des Beitritts ohnehin gering. Loghain hat den Wächtern weit mehr angetan, als uns neuer Rekruten zu berauben. Und wenn man den Gerüchten in Denorim Glauben schenkt, plant ihr bereits seinen Sturz. Oder? Okay, das hat sich herumgesprochen. Wo ist Hau? Ich sah ihn in die Kerker gehen. Vielleicht ist er noch dort. Was macht ihr hier? Die meiste Zeit versuche ich, den Mund zu halten. Ich wurde hierher entsandt, als König Kaelin keine Nachricht aus Ostaga schickte. Der König hatte alle Wächter aus Orlais mitsamt ihrer Truppen zu sich gerufen. Und dann nichts. Hm. Okay, wie hat Al-Hau euch gefangen genommen? Mit Gastfreundschaft und einem vergifteten Kelch. Oha. Ich war so dumm zu glauben, Loghain wüsste noch nicht, wer ich bin. Okay. Könnt ihr mir mehr über die Wächter erzählen? Ja. Hm. Das hier ist kein guter Ort zum Plaudern. Wir waren bei Al-Eamon auf seinem Anwesen. Wenn ihr eine Bleibe sucht, werdet ihr bei ihm gewiss willkommen. Gut, bei Al-Eamon. Und viel Glück, Schwester. Gut, haben wir einem grauen Wächtern Gefallen getan, Quest aktualisiert. Du hast einen grauen Wächter namens Riordan gefunden, der in einer Folterkammer festgehalten wurde. Er hat dir erzählt, dass Al-Hau sich vermutlich im Kerker aufhält, der sich zweifelsohne im Untergeschoss befindet. Finde Al-Hau und bringe ihn dazu, die Königin freizulassen. Ich weiß gar nicht, also ist das denn hier zu clever? Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, ne? Also wir können ja auch zu dem... Warte mal. Ach nee. Das hier ist wahrscheinlich sein Gemach und wir haben gar keine andere Möglichkeit. Ist ja auch spannend, dass er halt einen direkten Zugang zum Kerker hat, ne? Möchte ich wissen, was seine Hobbys sind? Wahrscheinlich nicht. Ich vermute auf jeden Fall nicht, dass er aus Langeweile Ketchup auf die Folterinstrumente verspritzt hat. Okay, Gruppe sammeln und weiterziehen. Wir machen einen neuen Save. Wer ist da? Albert hier nicht rum, ihr kennt mich. Ihr haltet euch für gerissen, nicht wahr? Wer auch immer ohne Hauserlaubnis hierher kommt, gehört uns. Ich glaube, wir bekommen endlich ein bisschen Unterhaltung, Jungs. Oh. Gut. Die müssen wir jetzt umhauen. Und die Grafik spackt wieder. Ach, Mann, ey. So, Morrigan, bitte einmal. Weitere Feinde erwarten uns. Mhm. Ah! Oh!
Wir machen wieder unseren guten alten Zerbersten-Trick. Du kannst nicht gewinnen. Da hinten sind noch mehr. Severin ist natürlich sehr zerbrechlich mit seinen Nahkampfwaffen. Ich verstehe. Ich bin bereit. So, Avina kriegt mal das ein Selfie. Schicksal, wie gemeint. Bitte hat es als erledigt. Können wir den auch eigentlich irgendwie täuschen können? Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie. Los! Ja! So. Okay. Das ist dann der letzte. Okay, was passiert, wenn ich jetzt die Grafikeinstellungen etwas runterstelle? Auf Mittel oder so? Macht gerade für mich nicht wirklich einen Unterschied. Versuch mal eben zu laden. Ja, es geht aber. Hat er die jetzt übernommen, die Einstellungen? Ja. Ja, mal gucken. Okay, Alistair geht vor. Bist du der Einzige? So, bleib mal hier, stehen. Das wird unschön! Morgan, wo läufst du eigentlich hin? Bist du wahnsinnig? Willst du es mit denen allen alleine aufnehmen? Ich glaube nicht. Was ist das für Feuer? Ist das eine Falle? Oh Gott! Wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Das sind viele Gegner. Ja, wie gehen wir das jetzt am besten an? Severin sollte auf jeden Fall mal am besten von hinten angreifen. Und ist der Mabari jetzt hingerannt? Keine Ahnung. Alistair hat einfach alle auf sich gezogen. Genau. Wir hacken uns jetzt einfach durch, nach und nach durch. Oh nein, Alistair ist gerade... Er lebt aber noch. Ich war gerade kurz unsicher. Na, gleich lebt er nicht mehr. Ich werde es tun. Okay, das war's mit ihm.
dann los. Genau, schön. Zack, stückeln. So, dann Totenruf könnten wir eigentlich auch benutzen. Ich bin so weit. Nee, du kriegst einen normalen Wundumschlag. So. Achtung! Verdammt! Oh Gott, unsere Gruppe. Das wird schwer. Hast du ein schlechtes Gewissen, dass du existierst? Sind immer noch wirklich viele Leute tot. Wir möchten Wiederbelebung benutzen. Moment. Hyriumtrank. Wiederbelebung. Alistair liegt hier. So. Und Totenruf hätte ich gerne noch. Boah. Das ist aber auch echt eine Massenveranstaltung hier, ne? Röchel, 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 Röchel. Oh Scheiße, das ist ein Magier. Den hätten wir vielleicht zuerst wegschnetzeln sollen. Egal. Wir haben es ja geschafft. So, Morrigan hat wahrscheinlich eine Verletzung. Und Alistair hat auch eine Verletzung. Selbstverständlich. Okay, wir kriegen aber auch ein paar Wundumschläge. Schade, ich hätte die Truhen echt gerne mitgenommen. Die sind alle verschlossen. Gut, mein Gott, das ist aber auch schon wieder ein großer Raum hier, eine große Etage hier. Ahnhau. Rexel, vermisster Krieger, den können wir uns auch noch holen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.